Wie viele Funnels braucht der Mensch? Hallo, 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 mein Name ist Sam Steiner, willkommen im neuen Video. Wie du vielleicht und winke, winke, wenn nicht, schon mitgekriegt hast, wenn du online mehr haben willst als einfach eine Webpräsenz und ein bisschen Google Ads drauf und ab und zu mal neue Kunden, wenn du mehr haben willst als das, brauchst du einen Funnel. Okay, also mindestens einen Funnel brauchen wir. Aber es kommt immer wieder die Frage, wenn ich verschiedene Angebote habe, brauche ich dann pro Angebot einen neuen Funnel? Und ist das auch schwierig einzurichten? Vielleicht zum Technischen, wenn du einen Funnel schon gebaut hast, dann ist es relativ simpel, den zweiten zu bauen, weil du alle Tools schon hast, die es braucht. Du hast auch das Verständnis dafür, wie der Funnel für dich funktioniert. Den zweiten aufzusetzen, da geht es mehr um Inhalte, natürlich auch in den Tools, das einzurichten, Automation und so weiter. Da helfen wir dir natürlich gerne damit. Das ist natürlich unser Ding. Okay. Aber braucht es wirklich zwei? Und das kommt drauf an. Sehr oft braucht es mehrere, ja, weil das Wichtigste in deinem ganzen Online-Marketing ist, dass du in die Tiefe gehst bei deinen Wunschkunden, dass du dir Gedanken machst, wer sind meine Wunschkunden? Wie ticken sie genau, dass du tiefer gehst als die gängigen Personas und ein bisschen, das ist Hans, 32, verdient 120.000. Viel mehr in die Tiefe und bei unseren Funnel-Kunden, da gehen wir in ihre Höllensituationen rein, ihre Himmelsituationen und wir lernen diese Personen so gut kennen, dass wir sie auch sehen draußen auf der Straße. Okay. Und wir merken aus Erfahrung, dass es immer wieder dort steht oder fällt, wo jemand sich die Zeit genommen hat oder eben nicht, um da in die Tiefe zu gehen. Weil das bestimmt deine ganze Kommunikation, das prägt jedes E-Mail, das du schreibst, jeden Text auf deiner Website, jede Anzeige in Google, in LinkedIn, in Facebook oder Instagram und so weiter. Es prägt, wie du die Leute ansprichst und es prägt dann vor allem daraus, ob sich die Leute angesprochen fühlen. Okay. Heißt jetzt also, für die Frage, wie viele Funnels brauchen wir, in der Regel nicht pro Angebot, sondern pro Wunschkunde. Wenn du also merkst, in deinem Unternehmen hast du zwei verschiedene Wunschkunden. Du bietest zum Beispiel Coaching an für Teamleiter, aber auch Coaching für Eltern. Dann ist es ziemlich sicher, dass du nicht gleich kommunizieren kannst für Teamleiter wie für Eltern, damit sie sich wirklich abgeholt fühlen. Bei den Teamleitern, da willst du Beispiele aus ihrer Praxis, aus ihrer Höllensituationen und auch Himmelssituationen reinnehmen. Bei den Eltern sind diese Situationen halt einfach wirklich anders. Okay. Also wie viele Funnels? In der Regel pro Wunschkundengruppe, sag ich mal. Also wenn du zwei hast, zwei Funnels. Wenn du drei, vier, fünf hast. Wenn du fünf verschiedene Wunschkundengruppen hast, dann hast du wahrscheinlich ein anderes Problem in deinem Unternehmen. Da kannst du dich auch bei uns melden, aber da fehlt wahrscheinlich irgendwie die Fokussierung und das macht es dir dann zu einem großen Stress, all diese verschiedenen Wunschkunden gleichzeitig abzuholen, zu einer Action hinzuführen. Ja, kann ich aus Erfahrung sagen, dass da verzettelt man sich. Okay? Also, jetzt hast du vielleicht sieben Angebote für diese zwei Wunschkundengruppen. Wahrscheinlich sind die einen Angebote gültig für Wunschgruppe 1, die Teamleiter, und die anderen Angebote gültig für Wunschgruppe 2, die Eltern. Und was du hier machen kannst, ist, dass du innerhalb des Funnels diese verschiedenen Produkte oder Angebote hintereinander schaltest, innerhalb von einem Funnel. Also beispielsweise hast du ein Hauptprodukt, das du prioritär vermarkten willst an die Teamleiter. Das ist vielleicht dein VIP-Teamleiter-Programm mit drei Wochenenden Coaching. Okay? Das heißt, du baust deinen Funnel auf, um Teilnehmer zu finden für diese drei Wochenenden. Wenn du merkst, jemand
innerhalb des Funnels merkst, jemand beißt da einfach nicht an. Obwohl alles schmackhaft gemacht wurde, die Vorteile gezeigt wurden, Testimonials auch im Funnel vorkamen und sie beißen trotzdem nicht an, dann kannst du dein zweitprioritäres Angebot, das ist vielleicht ein kleineres 1-zu-1-Coaching, dann hinterher bewerben. Also diese Angebote in Serie schalten. Wir empfehlen nicht unbedingt mit dem günstigsten anzufangen. Das Beispiel vorher war, wir fangen mit dem teuersten an und downsellen dann, wenn jemand das nicht kauft. Es gibt die andere Variante, dass man anfängt mit diesen Tripwire-Angeboten, 7 Euro für das und das, und nachher kauft jemand das, man upsellt die Leute zum 49-Euro-Paket. Aber wenn dein Herzding ist, deine 3 Wochenenden, dann geh nicht den Umweg über diese 7 Euro und 49-Euro-Pakete. Das sind dann nur Hürden im Weg, sondern bewirb dein Herzding, wenn die Leute dort nicht anbeißen, dann vielleicht hinterher etwas Günstigeres. Wenn sie dort nicht anbeißen, dann vielleicht hinterher nochmal was Günstigeres und sie beißen dann an, gewinnen Vertrauen zu dir, merken, dass du kompetent bist und Veränderung bewirken kannst. Und wer weiß, kommen vielleicht über diesen Weg dann in deine 3 VIP-Wochenenden. Also wie viele Funnel braucht es? Mindestens einen. Wenn du mehrere Angebote hast, kann das immer noch ein Funnel sein. Wenn du mehrere Wunschkundengruppen hast, dann wird es generell kompliziert. Es ist immer besser, nur eine Wunschkundengruppe zu haben. Und dann brauchst du ziemlich sicher pro Wunschkundengruppe einen Funnel. Okay? Fragen dazu gerne in den Kommentaren. Wenn dir diese Videos gefallen, gib mir bitte einen Daumen hoch. Das freut mich immer. Und bis zum nächsten Mal.